Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Und diesmal in Präsenz sozusagen. Ich habe Timo Rieck und Gerald Duhler hier, die Präsidenten, erster Präsident, Vizepräsident der Ahlener Fasnachtszunft Saures Neckareck. Für euch muss doch jetzt 11.11. ist man da schon nach so vielen Jahren Pause? Ja klar, nach 2 Jahren Corona-bedingter Pause freuen wir uns natürlich tierisch auf den 11.11. um 18.11 Uhr. 11.11 Uhr geht bei uns im Monat, im Gasthof Krautishof, also kommender Freitag, mit der Verleihung vom Saisonorden und die ersten kleinen Ehrungen, bevor es dann am 19.11. weitergeht mit dem Ordensfest, wo dann die großen Ehrungen stattfinden. Aber wir sind ganz heiß drauf, Gerhard, freuen uns tierisch auf die Veranstaltung am 11.11. und am 19.11. und können es eigentlich kaum erwarten. Ja, ja gut, jetzt kommen auch die Feinschliffe. Ja. Also wenn du am 11.11. noch nicht so weit bist, brauchst du nicht mehr anfangen. Ah, okay. Ja, also die Saison geht bei uns eigentlich, muss man sagen, schon 11 Monate. Ja. Wir haben eben uns einen Monat Pause, so nach dem Aschermittwoch, und dann legen wir wieder los und haben wirklich 11 Monate Fasnacht, Vorbereitung, allem drum und dran, und dazwischen eben diese vom 11.11. bis zum Aschermittwoch. Jetzt sagen die alle so, Corona-bedingt auch, da setzt man an. Musstet ihr nachbessern? Musste was aufgerissen werden bei uns? Passt alles so? Ja, nee, im Prinzip die Standardveranstaltungen, die passen eigentlich. Da müssen wir jetzt auch nichts nacharbeiten. Das hat jetzt auch von der Planung her sehr gut funktioniert. Das große Event, das uns noch bevorsteht, dann im Januar, der 8. Ostalb-Umzug hier in Ahlen. Was ihr da vor der Brust habt, das ist ja nicht so ein Umzug, ihr lauft einmal ums Karree. Wie viele Leute erwarten wir? Ja, das ist der Umzug. Also wir erwarten ca. 4.500 an. Und je nach Wetterlage, klar, immer abhängig, zwischen 15.000 und 25.000 Zuschauer. Also eigentlich für Ahlen ein Mega-Event, schafft, so muss man ganz ehrlich sagen, ich übertreibe jetzt mal und lehne mich weit aus dem Fenster raus, schafft kein anderer Verein in dieser Größenordnung. Okay, da kommt sofort der Widerspruch, das weiß ich. Ich weiß nicht von wem, aber wir kommen. Datum, sag nochmal schnell das Datum. Wann muss ich am Straßenrand stehen? Am 15.11. Ja. 2023. 15.1. Ja, los. Entschuldigung. 15.1. 1.11. Ja. Ich bin in Faschingsmoser, 11.11. Ne? Ja, um 13.11 ist mal geplant, den Umzug starten zu lassen. Ne? Wenn man jetzt... Also ihr habt jetzt sowieso die Saison vor der Brust, ihr habt eure Veranstaltung, jetzt kommt so ein Event, wir haben gerade gehört, 4.500 Narren, das sind auch 4.500 Menschen, die in die Stadt kommen, die betreut werden wollen, und die werden ja wahrscheinlich nicht alle zu Fuß und mit dem Zug kommen. Das heißt, diese Logistik ist doch schon irre. Den Weg gibt es schon, wisst ihr, wo der Zug hergeht? Müsst ihr schon wissen, oder? Ja, wie gesagt, wir haben ein Anmeldeportal, ja, über die sich die ganzen Vereine, die mitmachen wollen, hauptsächlich ausschließlich nur im Ostalbkreis, sich anmelden können über dieses Portal mit gewissen Angaben, und dann können wir schon einschätzen, wie viele Busse kommen, PKWs weniger, aber uns geht es hauptsächlich um die großen Sachen, sprich Busse. Ja. Dann haben wir ein Buskonzept, das haben wir 2014 mit dem Polizeistation in Waiblingen, die früher zuständig war für Verkehr und Ordnung im Ostalbkreis. Haben wir das ausgearbeitet? Aber noch nicht, weil ihr wusstet, dass 2023... Nein, zum Beispiel 2015, da hat man den großen LWK-Umzug bei uns in Ahlen. Und da war gefordert von der Polizei ein Buskonzept. Buskonzept heißt, die Busse müssen wissen, wo sie her oder wo sie parken können. Ah, okay. Das heißt, jeder Bus bekam von uns eine Busnummer. Sagt mal so, wie viele Bussen rechnen wir denn dann, wenn 4.500 Leute kommen? Also 2015 beim LWK-Treffen waren es 110 Busse. Ja. Dieses Mal Ostalbtreffen rechnen wir so um die 40. Ja. Also es hält sich also da echt in Grenzen. Wo parkt man die? Wo parkt man die? Auf dem Kreuzplatz zum Beispiel. Okay. Da passen 42 Busse hin, da gehen wir das hin. Ja. Ne? Und sonst schon mal eine Ausweichmöglichkeit draußen in der Westseite beim Gentner. Macht man sich da als Präsident schon jetzt einen Kopf? Weil da muss man doch, ist man dann nur am... Ja, wir sind also durchgehend jetzt, wie es der Gerhard gesagt hat. Für uns war auch, gut, der letzte Aschermittwoch ist ja leider ausgefallen, Corona-bedingt. Trotz allem sind wir jetzt hier, wir sind vor zweieinhalb Jahren beauftragt worden, von der Vereinigung Ostalbpräsidenten den Umzug durchzuführen, und sind jetzt seit zweieinhalb Jahren eigentlich in der Planung und sind jetzt auch wirklich heiß drauf, dass es losgeht. Und ja, doch. Ja, nee, Vorbereitung ist gigantisch, muss man wirklich zugeben. Ja. Also, müssen wir so sehen, in Ahlen ist ja normalerweise alle 3 Jahre normalerweise der Ostalbumzug. Jetzt haben wir schon 7 Jahre dazwischen. Ja. Also man muss auch geübt sein, wieder reinkommen. Wie ist es abgelaufen? Wie fasst man das wieder an?
kommt man aus der Übung, muss man zugeben. Wir fangen mal mit dem Schlimmsten an, was passieren kann, und enden dann mit dem Schönsten, so in Disney-Manier immer ein Happy End. Was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Blitz und Donner, schlechtes Wetter, vereiste Fahrbahn, Maskenpflicht. In welcher Reihenfolge? Ja, Maskenpflicht wäre so ein Punkt, ganz klar. Also Maskenpflicht in der Halle zum Beispiel wäre ein Punkt, wo ich sagen muss, oh, macht ja keinen Spaß, wer geht schon gern mit Maske dann in eine große Halle rein? Wahrscheinlich keiner. Die Halle will also leer bleiben. Ja. Ja. Dann wären noch die Optionen, Außenveranstaltungen zu machen, dann Richtung, sprich gegenüber Kreuzplatz, wo die Eishalle mal immer aufgebaut ist, diesen Parkplatz zu nehmen. Ja. Wäre eine Option, müsste man drüber nachdenken. Aber es würde definitiv keinen Spaß machen. Wir haben ein Vorgespräch gehabt, ihr habt ja gesagt, es ist ja auch schon wichtig, dass die Vereine auch bei euch bleiben dann, weil das Ganze muss ja irgendwie auch finanziert werden. Das heißt zu sagen, kommt, lauft einmal um den Pudding und dann fahrt wieder, das funktioniert nicht, ne? Nee, das funktioniert nicht. Also die Abschlussveranstaltung nach so einem Umzug, die ist dann finanziell eigentlich schon notwendig, muss man ganz klar sagen. Da geht es hier um Getränkeverkauf, Essensverkauf und so weiter. Und es sind dann halt in Masse dann auf einmal 3.500, 4.000 Leute, die dann gleichzeitig was zum Essen und Trinken wollen und auch was kaufen. Und wenn wir den Umzug jetzt tatsächlich, also im Worst Case, Maskenpflicht, wir können nicht in die Ulrich-Pfeifle-Halle und wir lassen den Umzug dann am Bohlschulplatz oder in der Innenstadt irgendwo endet, dann wird sich das alles verlaufen und dann profitiert, es darf ja jeder profitieren von dem Umzug, profitiert dann eigentlich nur dann die Innenstadt, die Gastronomie und so weiter und wir haben dann nichts mehr davon. Und dann ist es tatsächlich, also Maskenpflicht in der Ulrich-Pfeifle-Halle, ich möchte es jetzt nicht als K.O.-Kriterium darstellen, aber es könnte dann schon ein K.O.-Kriterium sein. Ja. Damit das jetzt rüberkommt, dass ihr jetzt alles für euch haben wollt. Es wird sich auch was in die Innenstadt verteilen, aber ja, ihr braucht genauso einen Teil in der Pfeiflade, damit ihr das... Ja. Ihr müsst doch jetzt aber schon trotzdem organisieren, wenn ich sehe, Getränke, Essen, da müssen ja auch Leute dabei sein. Das heißt, die stehen dann quasi auf Standby und wir hoffen ja, ich glaube ja auch nicht, dass es jetzt nochmal diese Maskenpflicht gibt, aber wenn das kommen würde, wäre das ein Totschlagkriterium sogar, wo ihr sagen würdet, dann wären wir raus oder dann müssten wir gucken, dass wir offene Zelte kriegen und doch versuchen nach draußen zu gehen? Ja, es wäre letztendlich eine reine Außenveranstaltung. Ja. Das wäre das Resümee daraus. Ja. Aber das müssen wir ziehen müssen und müssten uns dann auf eine reine Außenveranstaltung, abgesehen vom Umzug, natürlich außerhalb die Abschlussparty, sage ich mal so, muss halt eben dann draußen stattfinden. Und da müssen wir Lösungen finden. Und das können wir eigentlich nur mit der Stadt Aalen. Wäre spannend, ihr habt sofort auf die Maske reagiert. So schlechtes Wetter macht euch überhaupt keine Angst, oder? Oder wenig Angst? Das heißt aber so schön, schlechtes Wetter gibt es nicht, gibt nur schlechte Kleidung. also wir hatten tatsächlich, ich kann mich jetzt erinnern, 2015 hatten wir ja Veranstaltungen Samstag und Sonntag. Samstag war die große Narrenparty in der Ulrich-Pfeifle-Halle und eine große Prunksitzung mit allen Teilnehmern vom Landesverband in der Stadthalle. Und da sind wir bis, ich weiß gar nicht mehr genau, 3, 4 Uhr morgens, Sonntag früh waren wir in der Halle zum Aufräumen und zum Putzen und alles vorbereiten. Und wo ich dann heimgefahren bin, hat es tatsächlich angefangen zu schneien. Und da, also auf Schwäbisch, ist mir das Zäpfle gegangen. Da habe ich dann tatsächlich gedacht, um Gottes Willen, wenn es jetzt tatsächlich so, hat es ordentlich Schnee, wenn es so weiter schneit, wird es am Sonntag interessant. Ich habe dann gleich, bin um 6 Uhr Sonntag früh dann wieder aufgewacht, Wecker gestellt, habe gleich einen Gerhard angerufen und dann sage ich, Gerhard, wie sieht es in Aalen aus? Sagt er, hat sich beruhigt, Schnee ist geschoben, also man kann den Umzug stattfinden lassen. Was aber gar nicht geht, aus Sicherheitsgründen, ist dann vereiste Fläche. Ja. Das muss natürlich alles geräumt sein am Umzugstag dann morgens. Zum Glück ist der Umzug dann mittags, 13.11 Uhr, hast du gesagt. Da ist dann theoretisch dann nicht mehr so vereist wie morgens, aber klar liegt in unserer Verantwortung als Veranstalter die Wege frei zu machen und zu schauen, dass nichts passiert. Ja. Aber schlechtes Wetter ist schnell. Herr Umzugskoordinator, wo muss ich denn stehen? Wo geht der Zug denn dann her? Ja, wir platzieren uns eigentlich mit den Gruppen, also Gruppen und Wegen zusammen. Das habe ich einfach jetzt so mal entschieden. Früher wollte man eigentlich sagen, von der Friedrichstraße raus in die Stuttgarter Straße, die Laufgruppen zusammen dann koordinieren. Ist aber immer ziemlich schwierig, weil die Gruppen dann immer weit auseinander stehen von den Wegen. Ja. Habe ich einfach entschieden zu sagen, komm, die Gruppen bleiben bei den Wegen, wenn welche dabei sind. Und dann starten wir eigentlich von der Stuttgarter Straße aus. Okay, Landratsamthöhe. Landratsamthöhe, genau, da starten wir dann. Ne, und platzieren dann die Wegen, wenn falls sie vorhanden sind, mit den Gruppen dann in der Friedrichstraße. Wie geht es dann weiter? Ich gehe dann hoch Richtung Innenstadt. Dann geht es an der Sparkasse vorbei. Ja. Dann sind wir, das ist der nördliche Stadtgraben, ja. Genau, der südliche Stadtgraben. Und dann letztendlich vorbei bis hoch zur Ulrich-Pfeifle-Halle. Ah, oh, super, ja, okay. Das wäre der Weg. Das sind ca. 1,7 Kilometer. Ja. Es darf geworfen werden, es gibt
Schnuckereien. Wurfmaterial, nicht zu groß bitte, ja, ja, das soll auch nicht wehtun. Ne? Also die darf auch gesund sein. Darf auch gesund sein, wenn die Tomaten erwünscht. Ja. Ne? Ah ja, das ist erlaubt. Was nicht erlaubt ist, während des Umzugs, es ist ein striktes Alkoholverbot. Ja. Das bedeutet, von den Wägen runter darf kein Alkohol nach unten gegeben werden. Umgekehrt sollte das auch gelten für die Besucher. Darf auf den Wägen getrunken werden? Ja. Das dürfen, können wir nicht vermeiden. Es gibt ja auch Gaststätten, die aufhaben am Rand. Ich kann den Gaststätten nicht vermeiden, nichts auszuschenken. Ja, wäre ja auch ein langweiliger Zug. Ja, es soll ja nicht überhand nehmen. Seid ihr nun erfahrene Hasen? Was zeigt das denn nun? Jetzt plant man und man hat es ja auch schon mal gemacht. Ihr habt das Konzept schon 2014. Passiert dann trotzdem immer noch die letzten 5 Minuten vor Start? Wird alles umgeworfen, weil irgendeine Achse gebrochen ist oder sowas? Oder sagt ihr, nee, eigentlich die Vorarbeit ist das Wichtigste und dann freuen wir uns auf das, was kommt? Also Planungssicherheit muss sein. Ja. Macht uns selber sicher, ganz klar. Auch das Ordnungsamt will das mit einem Sicherheitskonzept für den Umzug oder für die Ulrich-Pfeiffel-Halle. Müssen Sicherheitskonzepte vorliegen, das noch ein großer Brennpunkt ist aktuell bei uns. Ne? Also es muss neu angesetzt werden, das Sicherheitskonzept, das von 2015 zieht nicht mehr, gilt nicht mehr in dieser Art und Weise, wie es 2015 gegolten hat. Wir müssen also neu komplett angreifen. Ja. Und da sind wir gerade mitten drin. Ja. Also ohne Sicherheitskonzept ganz klar kein Umzug. Kann man als Präsidententeam so einen Tag dann überhaupt genießen oder ist man permanent Standby? Oder ein Knopf im Ohr? Ja, Knopf im Ohr. Da muss man ganz ehrlich sein, mit genießen hat es dann in unserem Fall nichts zu tun. Es ist dann tatsächlich ein sehr stressiger Tag. Mir sät vom Umzug eigentlich auch nichts, es sei denn, einer von uns moderiert dann an der Umzugsstelle, Umzugsmoderationsstelle. Da sind wir uns auch noch nicht ganz einig, wer das dann wie wo macht. Wir waren 3 Moderationsstellen haben, ja, das ist auf jeden Fall mal sicher. Also, das heißt, die Leute wissen, also wenn ich an so einer Moderationsstelle bin, weiß ich dann, es wird mir angesagt, welche Gruppe gerade kommt und okay. Genau. Ja, super. Mit geschichtlichem Hintergrund im Idealfall, woher die Gruppe kommt, wer dabei ist, was für Gruppe, Teile das sind, Garde, Google Musik, Waage, Elferatswaage und so weiter. Das wird moderiert. An 3 Stellen haben wir jetzt mal ins Auge gefasst. Einmal am Sparkasseplatz, einmal dann an der Ehretribüne, wahrscheinlich Puccini, Mercatura, genau. Und die 3. Sprecherstelle, da sind wir uns jetzt noch nicht ganz einig, da müssen wir noch absprechen, ob man das am Fischerbrunnen machen, dann bei der Gärtnerei Ulrich gegenüber, oder das tatsächlich ein bisschen weiter runterzieht Richtung Bohrschule und da noch was man hat. Aber als Organisatoren oder als Verantwortliche, klar kann man den Tag dann zu einem gewissen, man kann schon genießen, aber es hält sich doch auch in Grenze mit genießen. Nee, es ist dann tatsächlich, man ist froh, wenn es, nicht froh, wenn es rum ist, aber man ist froh, wenn es sauber durchläuft. Aber ist doch jetzt eigentlich für euch eine schöne Auszeichnung, so quasi den Auftakt zu geben für 50 Jahre Ostalbkreis, oder? So als großes. Deshalb sind wahrscheinlich auch nur Vereine aus dem Ostalbkreis laufen mit, richtig? Ja, das ist auch der Sinn, der heißt ja auch Ostalbumzug. Ja. Und deswegen sollten eigentlich nur noch, klar, Grenzgebiete ein bisschen eingeschlossen, Dischingen, Heidenheim ist noch ein bisschen dabei, die nehmen wir noch mit rein. Aber ich sage auch noch Ostalb, ne? Ist halt nicht Ostalbkreis, gehört trotzdem dazu. Ziehen wir mit rein ins Boot. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen nur Ostalbvereine. Das ist das Ziel. Anmeldung läuft schon? Kann ich mich schon anmelden? Habt ihr schon Anmeldungen? Ja, ja. Wir haben schon ungefähr 40 Anmeldungen. Oh, super. Ja. Wann ist es für euch erfolgreich? 40 war das schon? Also wir haben ca. 90 Vereine im Ostalbkreis. Ja, also so gut, knapp die Hälfte ist also schon da. Ja. Ja. Und das füllt sich jetzt nach und nach alles auf. Gibt es sowas, wo ihr sagt, jetzt müssen wir Stopp machen? Was, wenn jetzt 90 sagen, wir sind alle dabei? Nein, die 90 dürfen alle kommen. Ja. Es sind insgesamt knapp 90 Vereine, genau. Knapp 90 faschingstreibende Vereine im Ostalbkreis. Ja. Die sind alle eingeladen und wenn alle 90 kommen, ist das dann so. Dann ist das okay. Wenn es dann bis 80 sind, dann ist es halt so. Aber haben wir so? Nee, es ist jetzt schon Erfolg, aber ich würde sagen, so, wenn es über 60 geht, dann sind wir hochzufrieden. Aber mir geht davon aus, dass tatsächlich alle 90 Vereine auch kommen. Ja, super. Nee, die haben Lust. Die haben alle Lust jetzt. Ja. Die wollen einen schönen Umzug machen, gemeinsam. Wollen wir sich treffen, austauschen, ein bisschen feiern, ein bisschen quatschen, ein bisschen lustig sein. Wie lange hat man jetzt die Kolleginnen und Kollegen der anderen Zünfte Corona-bedingt nicht in echt gesehen? Ihr habt ja schon viel Digitales auch gemacht. Aber es ist jetzt 2 Jahre, dann 3 Jahre, ne? Ja gut, man bricht sich ja, wie gesagt, in dieser Vereinigung Ostalb-Präsidententreffen, das wir letzte Woche gehabt haben. Ne? Wo man sich dann austauscht über die, was ich, Ostalb-Garde-Treffen, Ostalb-Umzug, Ostalb-Rundsitzung. Wer bekommt das? Wann passiert das? Tauscht sich aus, lädt Gäste ein, wie Polizei, Ordnungsamt oder sonst was. Mhm. Und da sind wir eigentlich immer im regen Austausch.
Ich kann euch hier gar nicht aus dem Glas mit Lars rauslassen, ohne dass mir jemand mal all das erklärt, was ich Timo Rieck, was sehe ich hier an? Das sieht doch schon aus wie das Bundesverdienstkreuz und Ritterkreuz. Und, er hat schon alles, oder? Da kann doch gar nichts mehr. Da muss doch Steinmeier sitzen auch. Das ist jetzt an mir zeige, bisschen blöd. Okay, ich kann, also, das sind Auszeichnungen auf dem Landesverband. Okay, Landesverband, ja. Genau. Ich sehe eine Elf. Komm, wir fangen mal. Also das ist, ich bin nicht nur Präsident, ich bin auch Elferratspräsident und Mitglied im Elferrat. Und dann kriegt man das. Okay. Endverhäufung nennt man das bei uns. Ja, gibt es ja sonst einen Schieder. Unser Elferrat hat dann praktisch nur 11 drin. Ja. Der Gerhard hat die 11 nicht drin, weil der Gerhard kein Mitglied vom Elferrat ist. Ich bin eine eigene Institution. Genau. Bin ich ganz alleine als Sitzungspräsident. Ja, zu dir komme ich gleich. Was hast du denn da drauf? Das ist Auszeichnung. Garitans, 10-jährige. Wie heißt es genau? Ich weiß gerade. 10-jährige Tätigkeit im Gardebereich. Also ich habe jetzt Brauchtumsorder eigentlich. Brauchtumsorder, genau. Ja. Den habe ich gekriegt für über 10 Jahre Tänzer im Männerballett. Mhm. Ah, okay. Also 10 Jahre tanzend kriegt man den Rote, den Goldenen praktisch. Das ist der kleine Ballett. Ja. Die hat die angesprungene Drehung. Ich habe keine Ahnung. Muss man ganz ehrlich sein. Ist dann tatsächlich relativ harmlos, was man immer hat. Die Kostüme, man hat als Meister aus im Männerballett. Muss man ganz ehrlich sein. Mac, was ist das? Das ist der goldene Verdienstorden von der Arno Fassnachtszunft, den habe ich letztes Jahr bekommen. Ja. Den verleihen wir nur einmalig, jährlich praktisch, an verdiente Mitglieder und verdiente Nichtmitglieder. Okay. Also unter den Ordensträgern sind auch so Berühmtheiten, sage ich mal, wie Bürgermeister, Karl, Landräte, Gerlach. Okay. Wenn ich ganz früher anfange, unsere Ehrenpräsidenten, Wolfgang Pesselt von der Ruskuger, okay. Dieter Minder, ehemaliger Landrat, Dr. Pius Angstelmorger und so weiter. Darunter gibt es auch noch was, das wird jetzt wird es dann hochförmlich? Jetzt ist dann praktisch hier, ich bin auch Mitglied bei den Meckergäuse, bei unserer Maskergruppe. Das gibt es hier für 10-jährige Tätigkeit in der Maskergruppe, auch vom Landesverband. Und dann habe ich den Saisonorder vom letzten Jahr noch drin, weil der aktuelle Order, der ist natürlich erst am Freitag freigebe. Der ist vom letzten Jahr und wir hatten tatsächlich dann leider Corona wegen ein bisschen ausgefallen. Unsere Meckergäuse sind 22 Jahre geworden und bei uns ist das so, dass 11 Jahre, 22 Jahre, 33 Jahre größer gefeiert worden wie die runde Geburtstage. Zum Geburtstag unserer Gäuse hat es letztes Jahr praktisch dann einen Saisonorder gegeben, den jedes Mitglied kriegt. 22 Jahre Meckergäuse. Hat man dann so als Timo Rieck so ein Schmuckkästchen irgendwo? Ich habe tatsächlich im Schlafzimmer, ich darf mir Ikea sagen, ein kleines Ikea-Regal stehen, wo dann tatsächlich die einzelne Schatulle drin sind. Und habe ich heute Morgen das erste Mal wieder aufgepackt, um alles rauszuholen. Und packt es dann am Aschermittwoch wieder rein, fein säuberlich. Also das ist dann pro Order hat es dann eine Schatulle. Also wie bei der Frau im Schmuckkästchen, da habe ich das tatsächlich dann auch daheim. Ja. Jetzt machen wir so einen Vergleich. Ja. Was sehe ich denn bei Gerd Lulei noch anderes? Ich bin jetzt etwas untergeordnet. Ich bin ja auch nicht so lange dabei bei der Fassnachtszunft. Silber? Ich habe das Ganze dann in Silber. Aber schon in Gold. 2015, ne? Ja. Dann natürlich klar von befreundeten Vereinen. Ja. Bekommen wir immer mal eine Anstecknadel, sessional oder übersessional. Das heißt, okay. Also dann für immer drauf. Ja. Dann ja, ein paar Ausreißer, ne? Ein paar kleine Ausreißer, Zettel, Bier und Co. Darf nicht zu viel Werbung machen. Ne? Dann das war jetzt der Orden hier zum Beispiel für das Landesnahentreffen 2015. Okay. Der Ansteckorden war das. Ne? Ja, und wie gesagt, hier noch vom Landesverband eine kleine. Sieht ja schon staatstragend aus, ne? Das ist ja. Bewegt ihr euch anders, wenn ihr in eurer Präsidentenkluft seid? Staatstragender? Man ist schon stolz. Nein, muss man wirklich sagen, wer ist denn nicht stolz, wenn er sowas tragen darf? Das hat mit uns nichts zu tun, sondern es ist bei anderen Vereinen genauso. Wenn man das anhat, ist man schon ein bisschen anders. Ja. Ne? Wir sind stolz auf das, dass man das tragen darf, dass man das anhat, den Verein präsentieren darf. Also ich bin es auf jeden Fall, muss ich sagen. Das ist ja der Alle Welt spricht ja so von unserer Generation Z und was da noch so alles kommt. Wie ist das bei euch mit Altersmischung? Ist die gesund im Verein? Merkt ihr, dass man Jüngere bräuchte, die vielleicht doch noch nicht so viel Lust haben? Oder ich habe die Ostalb ja so kennengelernt, dass die, gerade wenn ich so in die Gardeabteilung gehe, dann nicht nur eine hohe Qualität ist, sondern da hast du ja alle Altersklassen noch dabei. Ist das schwierig für euch oder ist das noch ein Selbstläufer, weil die Leute... Nee, also wir hatten jetzt
Wir sind ja, wie es Gerhard gesagt hat, im regen Austausch, im Gespräch mit den anderen Präsidenten und Präsidentinnen im Ostalbkreis. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Corona-Jahre haben uns jetzt so nicht geschadet. Also unsere Mitgliederzahl ist konstant geblieben. Also wir hatten keinen großen Schwund, natürlich aber auch keinen großen Zulauf. Wir sind dann tätig. Die Kleinste sind 3 Jahre alt, das ist unsere grün-weiße Garde. Wird von unserer Geli Steiner trainiert seit Jahren schon. Das ist der Einstieg praktisch bei uns im Verein. Und es geht dann weiter über die blau-weiße Garde, rot-weiße Garde. Dann, das ist die Jugend bis 18, 19, sage ich mal. Dann haben wir unsere Meckelgäuse, das ist so, sagen wir, zwischen 18 und 30, so um den Dreh herum. Und dann verteilt sich es halt Männerballett. Also ich bin nicht der Jüngste im Männerballett, aber wir sind so alle zwischen 40 und 50, sage ich mal. Und Alpharat ist dann etwas die ältere Abteilung, da bin ich der Jüngste aktuell. Ne, meine Schwester ist jünger wie ich. Meine Schwester ist jünger wie ich, die ist auch dabei. Der zweitjüngste im Alpharat. Und dann haben wir unsere Bühneredner, das sind dann praktisch die, ich sage jetzt, die ältere darf man ja nicht sagen, aber alles so kurz vorm Rentenalter oder schon am Rentenalter, sage ich mal. Wir haben sie ja schon plus, mit den letzten Mäulern. Genau. Genau. Nee, also die Struktur ist gegeben, dass wir tatsächlich dann auch für alle Eventualitäten, auch jetzt der Umzug ist ja recht arbeitsintensiv, hier für alle Tätigkeiten dann auch das entsprechende Personal haben und auch finden im Verein, dass da was vorwärts geht. Und so stehen wir eigentlich relativ gesund da. Wie gesagt, Corona hat uns jetzt nichts ausgemacht die letzten 2 Jahre mitgliedermäßig. Wie es jetzt natürlich mit dem Arbeiten und mit dem Arbeitseinsatz aussieht, das müssen wir dann noch herausfinden, ob noch alle in der Lage sind und uns da unser tagkräftig zu unterstützen. Naja, aber im Großen und Ganzen sind wir relativ gut durchgekommen, muss man ganz klar sagen. Ja. Ziemlich stabil. Ja, ja. Sehr gut. Das war auch schon das Glas mit Glas, diesmal in Echtzeit sozusagen. 15. Januar. Also anmelden, liebe Vereine, müsst ihr jetzt schon machen. Das funktioniert. Wir wollen auf jeden Fall, ja, die Hälfte müssen wir haben. 45 ist das. Ja, da machen wir auch. Rein, es wird keine, auch mehr, da bin ich überzeugt. Ja, also 80 plus. Ja. Gutes Wetter, keine Maskenpflicht. Ja. Durstige Kehlen, hungrige Kehlen. Für alles, was dann hier auch so in der Stadt ist. Euch wünsche ich. Wir werden das ja auch begleiten, also auch wir von der Schwäbischen Post werden das natürlich begleiten, weil das ist halt der Auftakt, ein Riesen-Event. Es gibt sicherlich noch viele Geschichten, die man dabei erzählen kann. Für euch beide erstmal super, dass ihr ins Studio gekommen seid, dass wir so einen kleinen Auftakt jetzt gemacht haben. Und ja, ihr könnt die Verabschiedung am besten machen, da gibt es ja bei euch einen Ruf unter anderem. Ja, das sollen wir machen. Müsst ihr machen. Timo, stimmt's an, ich schreie nach. Dann vielen Dank für das Gespräch und auf die Aaler Fastnachtszunft, auf das Kommende auf den Ostalbumzug, drei kräftige Mac-Mac. Ahoi! Mac-Mac! Ahoi! Mac-Mac! Ahoi! Dankeschön. Bitteschön.